Wir befinden uns im Dorfteil Littau von der Stadt Luzern. Zurzeit haben wir 14 Personen von der Firma Angliker hier am Bau. Das ist bei uns sehr abhängig, was wir für Projekte alles im Bau haben. Also in Spitzenzeiten sind wir hier bis über 30 gesehen, wenn wir noch Strassen bauen und gleichzeitig andere grössere Projekte dran sind. Im ersten Schritt haben wir hier die zweite Brücke gebaut, wo wir uns rundherum befinden, dass wir nachher dann den Verkehr umleiten konnten. Im zweiten Schritt haben wir dann die alte Brücke vorbereitet zum Rückbau. Das heisst Sicherung gegen die SBB, Schutzgerüst, Schutztunnel, dass die Bahn ohne Zwischenfälle fahren kann und wir können arbeiten, ohne dass etwas passiert. Im dritten Schritt haben wir die Brücke retour gebaut. Und im vierten Schritt bauen wir jetzt die zweite Brücke. Das Sperrwochenende, das wir hatten für den Rückbau hatten, begann am Freitag zu Abend. Dann kam die SBB und hat die Fahrleitungen ausgebaut, alles stromlos gemacht und die ganze Baustelle gesichert. Wir haben gegen Morgen um 5 Uhr angefangen mit dem Ausbau der letzten Elemente. Wir sind nachher auf die 7. mit dem Bagger dran her, haben die Restenteile der Brücke abgebrochen. Wir hatten zwei grosse Bagger hier, 35 und 45 Tonnen Bagger. Mit dem Abbauhämmer und mit dem Beisser. Die haben sich von beiden Seiten, einer vom Osten und einer vom Westen, durch die Brücke durchgeschafft und so die Teile zerlegt, die vorweg verladen worden sind und ihren Recyclingplatz zu uns auf den Berghof führt. Und nachher hat der Schutztunnel eingebaut, die Schutzgerüst fertiggestellt. Und am Samstag gegen Mittag wieder die Bahn abgeben, dass sie können am Sonntagsnacht die Fahrleitungen wieder montieren und pünktlich am Montag am Morgen am 4.05 mit dem ersten Zug fahren. Die ganzen Schutzbauten, die wir hier gemacht haben, fangen fast beim Gottbunden an. Gehen mit Schutzwänden, wo wir den Brüstungsmauer Nord bauen. Gehen nachher dann so Schutzgerüst, die vor allem uns schützen in den Hochspannungsleitungen wegen dem Kran. Führe das bis in die Flumeli rein auf und geht nachher mit Schutzwänden für den Strassenbau wieder weiter, bis fast die Grenzweg führt. Die besondere Herausforderung, wenn wir mit der Bahn bauen, sind die vielen Vorschriften in Sicherheit für die Bahn und für das Personal, das hier arbeitet, das man einhalten muss. Der nächste Schritt ist jetzt die zweite Brücke, also wir sagen eher Toschbrücke bauen, nachher den Strassenbau zu machen und gleichzeitig fängt es im Sommer bereits wieder an mit dem Retourbau von der Schutzgerüst und vom Schutztunnel, damit wir da die Bahn wieder richtig einrichten können, wie sie sind. Mit der heutigen Zeitplanung rechnen wir, dass wir im Oktober 2023 fertig sind und damit können alles im Bau herübergehen.